Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es tut mir sehr, sehr leid. Letzte Woche kam, glaube ich, gar kein Video mehr. Oder gar kein Video kam, glaube ich, letzte Woche. Aber ihr wisst ja, ich habe meine neue Arbeit angefangen und es war sehr aufregend, weil ich bin jetzt nicht so die Bürotante, aber muss halt eben viel Papierkram machen und irgendwie muss das erstmal in meinen Kopf rein und ich hatte überhaupt keinen Kopf für irgendein Video und auch gar keine Zeit. Also meine Arbeitszeiten sind mega. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig, kann nach Hause, ne? Aber ja, irgendwie dann auch zu Hause erstmal alles regeln und so. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Die Arbeitszeiten, wie gesagt, sind mega. Und ja, ich habe auf jeden Fall mehr Zeit irgendwie. Und ich komme auch nach Hause und das Gefühl ist nicht so eklig, weil natürlich, wenn man irgendwo putzt, dann fühlt man sich eklig. Dann will man nur noch duschen und was essen. Und also bei mir zumindest so und spreche mich nicht mehr an. Jetzt bei der Arbeit überhaupt nicht, weil ich kann mich schön machen. Und weil ich muss ja auch zu den Geschäftskunden, komme nach Hause und fühle mich einfach nicht mehr so eklig, weil ich, weiß ich nicht, putzen ist immer eklig, auch zu Hause. Ich putze erst und gehe dann duschen. Viele duschen und putzen dann, was für mich keinen Sinn macht. Aber jeder sieht das ja auch ein bisschen anders. Ich fühle mich nach dem Putzen auf jeden Fall schmutzig und muss duschen gehen. Jetzt natürlich nicht mehr. Ich bin glücklich, kann nach der Arbeit alles machen, was ich möchte. Und habe keine schlechte Laune mehr. So schön. Und dann war dieses Wochenende bei uns auch noch Jahrmarkt. Keine beschissenen Regeln, also keine 2G wie auf dem Dom jetzt zum Beispiel. Sondern jeder konnte hin und es war einfach mal wieder so Normalität, aber richtig Normalität. Natürlich war die Stadt voll, ohne Ende, voller als ich glaube sonst. Wir waren Samstagabend, waren wir nochmal drüben mit dem Kleinen. Und also es ist eigentlich immer voll am Wochenende, am Samstag. Aber dieses Jahr besonders, weil letztes Jahr hat das nicht stattgefunden. Dieses Jahr ja und dann auch noch ohne Regeln, weil man kann das nicht abgrenzen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen war alles offen. Und dann ist natürlich auch noch Hamburg, ist ja 2G und alle, die da nicht reingehen können oder wollen, es gibt ja auch viele, die geimpft sind, aber das nicht unterstützen, dieses 2G, die sind natürlich alle in Hamburg gekommen, ne? Und alle umliegenden. Also es war brechenvoll. Aber es war Normalität und es war einfach wunderschön wieder. Es war richtig toll. So, ich war bei Lidl einkaufen. Ich habe ja in 3 Tagen Geburtstag. Aber dafür werde ich nochmal extra einkaufen gehen, weil dafür hatte ich jetzt einfach keinen Kopf mehr. Ich möchte gleich mit den Kindern noch einmal runter zum Jahrmarkt. Und obwohl es regnet, aber ist egal. Ist egal. Genau. Und dann werde ich Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, ich weiß noch nicht, werde ich dann nochmal einkaufen gehen müssen. Weil Samstag feiere ich ja und dann brauche ich so ein bisschen was zu essen, ne? So, auf jeden Fall gab es bei Lidl Berliner im Angebot 2 kaufen und 2 gratis. Also 4 insgesamt für 98 Cent oder so. Dann diese Wurst ist auch im Angebot. Ich habe davon, glaube ich, 2 Pakete. Ich hole den Korb mal hierher. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo alles drin ist. Ich habe nämlich auch noch mein Portemonnaie vergessen. Und ich stand schon an der Kasse und die Frau zieht das schon rüber. Und da musste ich noch schnell mein Portemonnaie holen. Aber die Schlange war. Oh, das tat mir so leid für die. Aber naja. So, Milchreis hat sich der Große ausgesucht. Und ich muss einmal kurz hier sauber machen. Ist so besser. Seht ihr mich besser? So, dann gab es Kaffee gratis, den habe ich natürlich mitgenommen. Dann gab es Twix auch gratis. Käse gab es 15%. Da habe ich einmal die mit Chili und Paprika. Dann habe ich eine Gurke mitgenommen, die kostet 75 Cent wieder. Dann hatte ich so Lust auf diese Bärchenwurst, aber ich habe gar keine Brötchen mitgenommen. Dann einmal Feuchttücher. Bananenchen sind auch im Angebot für 89 Cent. Ich weiß nur nicht, ob das die sind oder andere, aber ist auch egal. 1,99 für so ein paar Dinger da drin. Das ist wirklich nicht viel. Aber naja.
Dann dieses hier war im Angebot für 1,49, glaube ich. Da sind 4 Stück drin, ist jetzt auch nicht so günstig. Ich kenne das gar nicht. Das sind Nüsse und Rosinen oder so. I don't know. Dann hier Milchschnitte Nachmache von Lidl. Gab es das schon mal? Nee, ich kenne das nur von Penny und von riech an der Verpackung, Angelina. Von Penny und von Aldi. Genau, aber das schmeckt nicht. Wir probieren es mal. Achso, doch, ich glaube. Das ist nicht meins. Das sind so 2 kleine Dinger da drin. Lide hatte die doch. So, dann hier, wie heißt das? Kaschkawal. Habe ich wieder mitgenommen. Pinguine, aber die schmecken da. Die schmecken übrigens am besten bei Aldi. Und dann habe ich einmal Mini-Berliner mitgenommen. Dann gab es nochmal einen Käse. Und hier nochmal die Salami. Da habe ich nämlich 2 Packungen mitgenommen. Genau. Die sind nämlich noch bis Weihnachten haltbar. So. Und einmal Kochschinken durfte mit. Der war aber nicht im Angebot. Was macht? Nichts. Dann. Oh, habe ich noch eine Tüte. Und zwar habe ich hier diese Riesenpackung, Leute. Diese Dinger hier mitgenommen. Für 1,79. Die sehen so aus. Was ist das denn? Unser Nachbar? Die schmecken nicht. Boah, die sind so eine Riesenverpackung für 8 so eine Brötchen da drin. Ne? Ja. Ich habe gedacht, für die Arbeit, aber ich weiß das nicht. Milchbrötchen. Dann durfte 2-mal Saft mit. Einmal Dijon. Bisschen ruhiger. Einmal hier Frühstückssaft und Meerfruchtsaft. Da gibt es einen Saft, aber also im Angebot, aber da sind nur 30% oder 39% Frucht drin oder so. Das mag ich nicht. Muss 100 sein. Dann einmal Fruchtzwerge für 89 Cent gab es die. 2-mal Milch. 2-mal habe ich mitgenommen. Dann Tomaten. Die sind auch gerade, ich weiß nicht, 20% oder so. Ich glaube, 20% Tomaten. Habe ich 4 mitgenommen, weil ich glaube, eine haben wir noch. Weiß ich nicht. Und Paprika. Dürfte doch. Fällt mir hier alles runter. Paprika. Durfte auch noch mit 3 Stück. Erstmal. Irgendwie sind die Paprika momentan ganz komisch. So, dann war ich noch beim Action. Das zeige ich euch auch, weil das nicht ganz so viel ist. Ich habe da einmal hier so ein Fensterbild mitgenommen für meinen Kleinen. Ja, ich fand das ganz süß. Dann zum Geburtstag oder für meinen Geburtstag einmal so eine Schaschlikspieße und einmal so mit so einem Holzgriff da dran. Ne? Die haben irgendwie 49 Cent oder 65 Cent oder so gekostet. Und dann habe ich Chrom Luftballons mitgenommen. Einmal in Gold und einmal in Grün, aber für mich sieht das eher so türkis oder bläulich, aber nicht grün. Kosten 1,69 jeweils. Kassenbon, die brauche ich. Dann habe ich hier noch so eine Papptütchen mitgenommen. Ich fand das süß. Musste mit. Dann ein Gürtel für meinen Freund, der wollte haben. Was gab es hier noch? Ach ja, ein Ladekabel für meinen Firmenwagen, weil ich habe immer das von mir zu Hause ist 2 Meter lang und fürs Auto ist es viel zu groß. Ja, und deswegen habe ich mir hier noch eins mitgenommen. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Ich habe letztes Mal schon mal eins gekauft, aber das war der falsche Stecker da dran. Genau. Schlibbis sind im Angebot für 3,48. Dann durften hier noch solche Pixar mit. Solche kleinen Gabeln. Ich weiß nicht, ob es einfach nur mitgenommen. Ein paar Cent haben die gekostet. Dann einmal Deo wieder für 1.
89, glaube ich, aber das ist die große Packung. Dann habe ich einmal Tesafilm mitgenommen. Brauche ich wieder, aber das ist Bürozeug. Dann ein Locher. Mein Sohn wollte den unbedingt haben, warum auch immer. Und einmal Müllbeutel durften auch mit. Ich hoffe, das sind die richtigen. Ich weiß gar nicht. Irgendwie bei Action gibt es keine hier diese Party-Sachen mehr. Also sowas, ne? Da gab es Gabeln und Löffeln, aber wiederum keine Messer. Dann irgendwie gab es sonst immer so eine Bambusschildchen und so ein Kram. Gibt es da auch nicht mehr. Was es ganz viel gab, war Wischwasser fürs Auto. Palettenweise stand da rum. Aber das brauche ich nicht. Toll. Bin auch eigentlich nur deswegen dahin gefahren. Und im Angebot war diese, oder ist diese Woche diese Schoko Weihnachtsschokolade hier. Davon habe ich 3 Stück mitgenommen für meine Shops. Weil Weihnachten ist immer so ein bisschen speziell. Und dann gibt es Weihnachtsschokolade, obwohl es ja nichts anderes ist, aber da gibt es Weihnachtsschokolade. Genau. So, das war mein Einkauf. Der ging ja diesmal schnell. Aber wie gesagt, ach nee, ich habe noch Cola gekauft. Ich habe noch Fanta, Sprite und Cola Mix da gekauft. Von der Lidl Eigenmarke, weil da waren auch 5 plus 1. Also eine Flasche gab es dann gratis. Genau. Aber ich werde ja diese Woche nochmal einkaufen gehen und dann zeige ich euch das auch. Und jetzt werde ich hier noch die Gewinnerin oder den Gewinner hier unten einblenden. Und bitte, ihr habt jetzt, oder du, ich sag jetzt mal du, hast eine Woche Zeit, dich bei mir zu melden. Unten in der Infobox ist meine E-Mail-Adresse. Da schreibst du mir dann bitte. Und dann können wir die Adresse, oder gibst du mir bitte die Adresse. Und dass ich dann das Paket zu dir schicken kann. So. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Jetzt kommen wieder mehr Videos. Sorry, dass letzte Woche keine Videos kamen, aber ich musste mich erstmal einleben in meiner neuen Arbeit. Oh, ich bin so glücklich. Also, wir sehen uns. Tschüss.